Tore und für viele Probleme. Sein Name, Herfried Sabitzer. Herfried Sabitzer ist mit bisher 8 Toren nicht nur der schusskräftigste Stürmer des GHK, sondern auch impulsiv, emotionell. Und das spüren nicht nur Österreichs Schiedsrichter, sondern auch der Trainer. Und wenn die beiden dann auch noch ihr Leben abseits vom Fußball auf relativ engem Raum teilen, kommt es schon manchmal zu Spannungen. Wir haben überhaupt keine Probleme miteinander, aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass der Sabitzer einen eigenen Trainer braucht. Und ich werde den Präsidenten sprechen und werde versuchen, dass er im Sommer einen Trainer engagiert, einen zusätzlichen, denn der Herfried Sabitzer sollte eigentlich rund um die Uhr betreut werden. Der 27-jährige Stürmer, nach 4 gelben Karten in der ersten Runde gesperrt, kann beim Spaziergang mit Dr. Jacqueline über dieses Angebot nachdenken. Und da gäbe es ja einige Möglichkeiten. Wie wäre es mit Otto Rehhagel? Ja, der ist auch sehr gut, aber leider, desto weiter, dass er in den Süden gekommen ist, hat auch keinen Erfolg mehr gehabt. Dann vielleicht aus dem Süden Giovanni Trapattoni. Nein, sicher ein super Trainer, aber der wird mich leider nicht verstehen. Oder Spielerlegende Johann Cruyff. Ja, der war sicher ein Wahnsinn, weil der hat super Erfolge gehabt. Aber der, wenn sich der mit mir aufregt, dann kriegt er mein Herz wieder zum Tun. Also doch, Gustl Starek. Ja, der ist super, der kennt sich beim Kicken aus, hat einen Schmäh und die werden sicher auch aushalten. Und so dürfte sich auch der Trainer wieder nach seinem Goalgetter sehnen.